Hallo, Thüringen Schau. Wir sind dieses Mal in Eisenberg. Als wir vor Monatsfrist schon vom Eisenberger Schloss berichteten, hatten wir gesagt, wir müssen unbedingt noch mal im Klötznerschen Haus vorbeischauen, freilich im Stadtmuseum. Jetzt ist Gelegenheit, denn in Eisenberg gibt es am Samstag ein Kinderfest zwischen dem Klötznerschen Haus und dem Mohrenbrunnen. Davon werden wir freilich berichten. Außerdem in dieser Ostthüringen Schau die Hexenfeuer von Rentendorf und ein Bericht vom Maibaumsetzen in Greiz. Ob Sie es glauben oder nicht, Elefanten können fliegen. Naja, vielleicht nicht, wenn sie aus Plüsch sind, aber in Eisenberg ist das Wahrheit. Stimmt's, Herr Meisner? Das ist richtig. Er soll zumindest das Fliegen lernen bei uns am Wochenende, also am Samstag. Kinderfest ist angesagt am Samstag, beispielsweise eben mit diesem Elefanten. Aber was werden die Kinder wirklich erleben? Ja, also wir haben uns gemeinsam mit dem Stadtmuseum Eisenberg vorgenommen, am Samstag für die Kinder einfach in der Stadt was zu tun. Es wird also unter anderem ein Kinderanimateur da sein, eine Kinderdiskothek, eine Kinderband. Es werden Hüpfeburgen da sein, eine Bastelstraße wird geboten. Dann wird es einen Malwettbewerb für die Kinder geben. Wer malt den schönsten Frustzwerg und wer dann wirklich das schönste Bild gemalt hat, der kriegt dann logischerweise auch noch einen Preis. Sind Sie auf die Idee gekommen, weil gerade der Ausstellung über die Frustzwerge im Museum läuft? So ist das, jawohl. Wir haben gemeinsam mit dem Stadtmuseum beraten, was können wir machen, und haben gesagt, wir nehmen die Frustzwerge als Aufhänger, weil sie ja auch ganz geckige Ausstrahlung haben. Wenn Sie selber so einen Frustzwerg malen würden oder überhaupt mit den Kindern Anregungen fürs Malen geben, was würden Sie denn wirklich malen dann? Ich meine, die müssen ja noch nicht an Frust denken unbedingt. Nee, aber ich würde wahrscheinlich den nehmen, der eigentlich auch der Aufhänger dieser ganzen Sache war und der zu dem Gerichtsurteil letztendlich auch geführt hat. Also ich sag mal, der bekannte Finger. Also, Samstag Kinderfest in Eisenberg, hier am Mohrenbrunnen und Trödel. Wenn Sie Trödel mit dem Trödel haben, bringen Sie den mit. Trödelmarkt ist auch. Füllen Sie Ihren Picknickkorb zu Pfingsten mit frischen Leckereien aus der Bäckerei Möbius. Geschäfte in Gera-Rubitz, Töppeln, Backshop im Nahkauf an der Scheibe und Wiesestraße 109. Schon das zweite Spiel, was nicht läuft. Der Computer ist einfach zu langsam. Ich dünge regelmäßig. Er kriegt genug Wasser. Und ich mähe ihm oft genug. Und was kriege ich als Dank dafür? Unkraut mit ein paar mickrigen Grashalmen dazwischen. Dieser Rasen bringt mich wirklich zum Rasen. Zur Hausmesse analysieren wir Ihre Bodenproben. So einfach geht's. Von 10 verschiedenen Entnahmestellen die Erde mischen und davon 250 Gramm zur Analyse mitbringen. Weitere Infos, Videotexttafel 640. Besuchen Sie uns zur Hausmesse am 7. Mai 9 bis 18 Uhr und am 8. Mai 9 bis 13 Uhr. Und erleben Sie Markenqualität zu Schnäppchenpreisen, Reinigungstechnik von Kärcher, Gartentechnik von Honda und Stihl.
Vom Mohrenbrunnen zum Stadtmuseum sind es eigentlich nur wenige Schritte und deswegen laden wir zur Schatzsuche ein, so wie es Löhe Löwenzahn in einem Museumsführer für Kinder beschreibt. Da steht zum Beispiel auf der Seite 12, über Stufen und verwinkelte Gänge gelangt ihr hinab in mittelalterliche Keller aus dem 13. Jahrhundert. Im ersten Raum ist zu sehen, wie man früher Speisen aufbewahrte und dass angeblich der Opferschacht eigentlich durch einen Wasserrohrbruch entdeckt wurde. Mal sehen, was uns Jörg Petermann dazu erzählen kann. Ja, Herr Petermann, stimmt oder stimmt nicht? Stimmt natürlich. Und wie hängt es zusammen? Diese Kelleranlagen sind im 1989 gefunden worden. Man kann einen Vorratskeller aus dem 30-jährigen Krieg besichtigen, einen 14 Meter tiefen Opferschacht. Und die Besucherzahlen, tausende Besucher haben die Keller schon gesehen, beweisen das auch. Eigentlich sind wir aber wegen einer Sonderausstellung hierher gekommen, denn das Stadtmuseum beherbergt momentan die Frustzwerge. Mit Frust oder mit Freude aufgenommen von den Besuchern? Auf jeden Fall mit Freude aufgenommen von der Masse der Besucher. Wir haben gestern den 666. Besucher hier begrüßt, der einen Frustzwerg erhalten hat. Es war eine ältere Dame von 90 Jahren aus Leipzig, die sich sehr gefreut hat, die es sich sehr schwer gemacht hat, diesen Frustzwerg auszusuchen. Ja, es gibt natürlich auch negative Meinungen zu sowas. Das ist immer normal. Friedbert, Heribert, wer ist der beliebteste unter den Zwergen momentan? Ja, die beliebtesten sind eigentlich die zwei, der eine, der die Hosen runterlässt und der zweite, der den Mittelfinger zeigt. Naja, die Zwerge in einer Sonderausstellung. Weitere Pläne sind schon gemacht, ich glaube bis zum Jahre 2000 sogar. Ja, also im achtwöchigen Wechsel finden hier Sonderausstellungen statt. Es wird Privatsammlern angeboten, die können hier kostenlos ausstellen. Jeder sammelt ja irgendwas. Das Neueste ist natürlich die zwei neu gestalteten Dauerausstellungsräume hier im Stadtmuseum, die jetzt am Sonnabend mit eröffnet werden. Mit Stücken, die die Eisenberger und ihre Gäste noch nie gesehen haben, müssen wir uns unbedingt anschauen. Zwischendurch hören wir allerdings Wilfried Mengs. Er als Liedermacher wird auch am Samstag beim Kinderfest hier in Eisenberg dabei sein. Ich fing an zu träumen und schlief ein. Auf ganz leisen Sohlen kam ein Zwerg herbei, stupst mich mit der Nase an und geht vorbei. Auf ganz leisen Sohlen kam ein Zwerg herbei, stupst mich mit der Nase an und geht vorbei. Es sind zwei Räume im Klötzerischen Haus, die noch nicht für das Museum genutzt wurden, jetzt zum Teil mit Gemälden und mit anderen Fundstücken belegt. Und die wichtigsten haben wir, glaube ich, direkt bei uns im Hintergrund stehen. Ja, das sind oder das ist komplett das Gebetskämmerchen vom Herzog Christian von Sachsen-Eisenberg um 1700 hergestellt. Durch meinen Kunstgutachter wurde gesagt, dass das wahrscheinlich einmalig in Deutschland ist, dass so ein Gebetskämmerchen noch vorhanden ist. Es zeigt eigentlich den Übergang vom kirchlichen Glauben des Herzogs bis hin zum Okkultismus. Das sieht alles ein bisschen magisch und mystisch aus, wenn wir die Fundstücke im Einzelnen uns anschauen, bis hin also beispielsweise zu dem Schädel oder auch zur weißen Frau. Was steckt da dahinter? War er dem Okkultismus verfallen? Ja, er hat durch seine Hofhaltung einen Haufen Geld ausgegeben, hat dann mit Schatzsuche, mit Bergbau versucht, wieder an Geld heranzukommen und hat dann eben auch Geister beschworen. Und einer der Geister war die weiße Frau, die man hier in der Ecke stehen sieht, die ja in Thüringen eigentlich bekannt ist, in anderen Sachen, weiße Frau von Orlamünde zum Beispiel. Taucht in mehreren Sagen auf und bedeutet? Bedeutet, wenn sie erscheint, wird einer aus diesem Herzogshaus sterben. Eigentlich ein schwerer Glaube. Ansonsten, da beispielsweise gegenüber, wir zeigen es im Moment nicht ganz im Bild, weil ein bisschen Geheimnis wollen wir natürlich für das Wochenende und die Eröffnung dieser Räume lassen, sind noch ein paar Gemälde, die zeigen was? Die zeigen eigentlich alles Tote. Man kann das vielleicht mal ein bisschen mit sagen, der Restaurator hatte hier auch die Nägel verkehrt rum angebracht an den Toten, weil er dachte, die müssen stehen.
Und es sind auch wirklich Tote, die der Herzog hier gezeichnet hat, gemalt hat. Und das sind meistens seine Vorfahren, was ich so rausbekommen habe. Ja, vielleicht haben wir Sie damit auf die neuen Ausstellungsräume im Eisenberger Stadtmuseum neugierig gemacht. Wir bleiben beim Thüringer Brauchtum. Im Holzland ist es eher die Zeit um Pfingsten und im Vogtland bereits in der Walburgisnacht. Die Maibäume werden gesetzt. Auch in Greiz ist dieses Brauchtum nach wie vor aktuell. Natürlich mit Speis und Trank und Tanz. Genauer gesagt Bändertanz. Das Maibaumaufstellen am 30. April gestaltet sich auch auf dem Greizer Markt zum Volksfest. Bevor es allerdings soweit ist und der Baum steht, muss erst noch einiges geschehen. Bereits im Vorfeld hatten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Greiz eifrig gewerkelt und ihre Vorbereitungen getroffen. Ehe es aber richtig losgehen kann mit dem Aufstellen, geben die Schützen des Greizer Schützenvereins 1990 e.V. den Startschuss. Gut Ding will Weile haben. Und so ein langer Maibaum ist nicht mit einem Mal aufgestellt. Aber die Greizer verfolgen die ganze Angelegenheit mit enormer Spannung. Um den 18 Meter langen Fichtenstamm in die Senkrechte zu bringen, braucht es immerhin drei gekreuzte Stützstangenpaare und zahlreiche Feuerwehrleute. In mehreren Etappen wird der Baum aufgestellt. Die Sicherungsseile müssen dabei immer wieder nachgespannt werden. Endlich geschafft. Der Maibaum steht und wird für die nächste Zeit den Greizer Marktplatz schmücken. Dafür gibt es natürlich reichlichen Beifall und weitere Böllerschüsse vom Schützenverein. Um dem Maibaum sein traditionelles Aussehen zu verleihen, ist jetzt der Tanzkreis mit seinem Bändertanz gefragt. Nicht fehlen darf beim Maibaumsetzen auch der Anstich des Maibock. Und nach getaner Arbeit schmeckt das Bier natürlich besonders gut. Selbstverständlich gab es für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Freibier. Arbeit macht schließlich durstig. Auch sonst war für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Es gab nicht nur Flüssigbrot, sondern auch die traditionelle Thüringer Rostbratwurst. Für den Abend standen dann noch ein Lampion- und Fackelumzug und das Maifeuer am Elsterufer auf dem Programm. Viele Sagen und Bräuche gibt es um die Walburgisnacht vom 30. April zum 1. Mai. Es gibt Feste, bei denen man um das Feuer tanzt, um also die bösen Mächte auszuräuchern. Und da wird ein heftiger Lärm gemacht mit Pfeifen, Trommeln oder auch Peitschen. In Bayern gibt es die Freinacht. Da können sich Frauen alles erlauben. Sie können sich an den Frauenfeinden rächen. In Böhmen gibt es gleich 9 Walburgisnächte. Und wir wollten einmal in Rentendorf zuschauen bei der Walburgisnacht. Unterhalb der Bremen-Gedenkstätte, genauer auf dem Sport- und Festplatz von Rentendorf, herrschte am Freitagabend reges Treiben. Von nah und fern strömte die Dorfbevölkerung herbei, um den Winter zu vertreiben, den Frühling zu begrüßen und natürlich vor allem die bösen und dunklen Mächte der Finsternis zu verjagen. Die Tradition des Hexenfeuers hat verschiedene Ursprünge. Die Nacht vom 30. April zum 1. Mai ist die Nacht des letzten Ostermondes zum ersten Wonnemond.
Für unsere heidnischen Vorfahren war sie von besonderer Bedeutung. Das Christentum deutete die Nacht dann in eine vom Teufel angeführte Hexennacht um. Im Mittelpunkt des Rentendorfer Hexenfeuers stand selbstverständlich der große, aus Baumverschnitt und Reisig aufgeschichtete Scheiterhaufen. Symbol des Unheils war eine liebevoll gestaltete Hexe, von der am Ende natürlich nicht viel übrig blieb. Das Fest dient heute vor allem der Geselligkeit. Zum ersten Mal im Jahr kommen die Leute aus der Gegend zusammen und feiern. Für das leibliche Wohl war bestens gesorgt. Die Palette reichte von Rostern über Rostbrätel bis hin zu Fischbrötchen. Zur großen Freude der Kinder kam auch der Eismann vorbei. In der Turnhalle traf man auf eine Hexe, in deren Nähe es einem nicht zu heiß werden konnte, da es hier genügend Getränke gab. Der verführerische Duft der berühmten Thüringer Rostbratwürste lockte natürlich auch uns an den Rost. Gerade als wir kosten wollten, wurde das Feuer angezündet. Die Flammen schlugen hoch und die Hexe brannte sofort lichterloh. Die Rentendorfer warteten gespannt auf ihr Ende. Warum nun gerade hier eine Hexe verbrannt wird, weiß Jörg Hitzing. Ursprünglich war es eben so gedacht, gerade auf dem Lande, dass eben das Jahr für die Bauern am 1. Mai losging, dass die Pachtverträge am 1. Mai losgingen und dass da der Winter verabschiedet wurde. Und am 1. Mai ging da die schwere Feldarbeit los und mit dem Feuer zum 1. Mai sollte dann einmal diese Feldarbeit eingeweiht werden. Aber was für die Bauern noch viel wichtiger war, die Hexen sollten vertrieben werden, die nämlich dann für das Unglück sorgten. Und die Pferde sollten ja gesund bleiben, die Kühe sollten gesund bleiben. Und mit dem Feuer zum 1. Mai, auch Hexenfeuer genannt, sollten die Hexenversammlungen vertrieben werden, weil der Teufel kam dann praktisch zu großen Plätzen, zu Bergen und wies dann die Hexen ein, die dann natürlich dafür gesorgt haben, dass die Bauern in ihr Unglück stürzen. Man muss auch einmal dahinter schauen und sei es ins Hinterhaus. Hier im Hof des Stadtmuseums von Eisenberg wird künftig ein Café eingerichtet sein. Bis Anfang Juli soll es soweit sein. Das allerdings ist noch Zukunftsmusik. Wir kommen zu den Tatsachen, zu den Nachrichten. In Tribis erhielt die AWG Frohe Zukunft vom Stadtrat die Zustimmung als Bauträger für die Industriebrache Nordstraße, dem ehemaligen Mülkowerk 8. Die etwa 1 Hektar große Fläche soll jetzt neu gestaltet werden. Zuvor müssen jedoch noch umfangreiche Abrissarbeiten vorgenommen werden. Die AWG wird nun bis zum Jahresende der endgültige Eigentümer der Fläche sein. An detaillierten Plänen wird man arbeiten, das Gebiet wird dann vorwiegend für Wohnflächen zur Verfügung stehen. Viel Musik und festlichen Ambiente wurde das Helene-Fleischer-Haus am letzten Samstag wieder eröffnet. Das neu eröffnete Haus ist eine Begegnungsstätte für Senioren und behinderte Mitmenschen, die hier im Rahmen des betreuten Wohnens ein neues Zuhause haben. Zum Konzept des betreuten Wohnens ein paar ganz kurze Sätze. Privat und unabhängig soll das Wohnen in den eigenen 4 Wänden sein. Jeder Bewohner dieses Hauses ist Mieter seiner eigenen Wohnung und hat trotzdem immer unmittelbare Hilfe vor der eigenen Wohnungstür. Ein zünftiges Bier, ein Treffen mit Verwandten oder einfach ein geselliges Zusammensitzen war der Eröffnungstag für den einen oder anderen. In der nächsten Zeit werden die Bewohner aber wieder mehr Ruhe haben. Doch der Blick vom Balkon wird deshalb trotzdem nicht trostlos sein. Der Bücherbestand der Eisenberger Kreisbibliothek, die im letzten Jahr geschlossen wurde, soll im Saale-Holzland-Kreis erhalten bleiben. Die Bücher, die vorwiegend aus Fördergeldern des Landes Thüringen angeschafft wurden, sollen ihren Lesern wieder zur Verfügung stehen. Seit dem letzten Jahr verblieben die Medien in den Räumen der Musikschule in der Mozartstraße. Mit der Forderung nach höheren Löhnen im öffentlichen Dienst gingen am letzten Dienstag 160 Beschäftigte der Energieversorgung Gera auf die Straße. Der Warnstreik ist der erste nach der Wende innerhalb des Energiebereichs. Die Gewerkschaft ÖTV fordert für die Angestellten eine Lohnerhöhung von 3,2 bis 6%. Gestreikt wurde zeitgleich auch in vielen sächsischen Unternehmen. Mit vollgepackten Taschen und guter Laune kommen sie aus dem Einkaufszentrum. Angst, ob sie das alles alleine nach Hause bringen können, müssen sie nicht haben.
Seit Dezember 1995 bietet der Arbeiter-Samariter-Ortsverband Hermsdorf einen kostenlosen Fahrdienst in das Brückencenter für ältere und behinderte Menschen an. Begonnen wurde mit dem Fahrdienst in Hermsdorf. Aufgrund des großen Zuspruches kamen später noch Bad Klosterlausnitz und Schleifreisen dazu. Bisher sind etwa 5000 Personen mitgefahren. Die älteren Bürger nehmen den Fahrdienst gern in Anspruch, nicht nur weil sie so leichter einkaufen können, sondern auch weil sie so aus ihrem Alltag mal herauskommen und sich über ihre Probleme austauschen können. Fahrdienst bedeutet aber nicht nur fahren. Die Zivildienstleistenden helfen beim Einpacken der gekauften Waren, beim Einsteigen in das Auto und sie bringen die Fahrgäste bis zu ihrer Haustür und tragen die Taschen hinein. Seit dieser Woche sind auch die Tautenhainer in das Programm eingeschlossen. Jeden Dienstag werden sie abgeholt und wieder nach Hause gebracht. Folgende Haltestellen sind eingeplant. 8.25 Uhr hält der Kleinbus an der Kanone, 8.27 Uhr am Spritzenhaus und 8.30 Uhr am Vereinshaus. 8.32 Uhr wird dieser Platz angesteuert. 8.35 Uhr wird an der ehemaligen Kaufhalle angehalten. Die letzte Station ist die Waldsiedlung um 8.37 Uhr. Eine thüringenweite Aufklärungsaktion veranstaltet derzeit die Thüringer Gesellschaft für Diabetes und Stoffwechselkrankheiten. Die Gefahr, ein chronisches Nierenleiden bis zum völligen Versagen der Nierenfunktion zu erleiden, sei für den Typ-2-Diabetiker besonders hoch. Zu dem Zweck klärt der Thüringer Landesverband e.V. derzeit in einer Kampagne mit einem Infomobil über diese Krankheit auf. Interessenten und Betroffene können sich diesbezüglich am kommenden Dienstag ab 10 Uhr im Tanzlokal Holzland Bad Klosterlausnitz treffen. Müllentsorgung kann eine komplizierte Aufgabe sein. Wenn Sie beispielsweise Ihren ausrangierten Kühlschrank loswerden wollen, dann wenden Sie sich bitte an den Abfallwirtschaftszweckverband. Der überwacht die Abfalltransporte. Die Stadtwirtschaft wiederum organisiert die Transporte und sollten Sie Ihren ausrangierten Fernseher vielleicht in den Wald schmeißen wollen, müssen Sie mit einem Strafverfahren der unteren Abfallwirtschaftszweckbehörde, wie auch immer, rechnen. Um sich in diesem Behördendschungel nicht zu verlaufen, heute einige Tipps. Es gibt nur wenige Lebewesen auf dieser Welt, die sich gern dort aufhalten, wo es anderen stinkt. Besonders nach großen Festlichkeiten entstehen oftmals Berge von Müll. Der Ernüchterung folgt das Erwachen und die Frage, wohin mit dem ganzen Müll? Nun ist ja allgemein bekannt, Plastik- und Dosenmüll in die gelbe Tonne. Brot, Kartoffelschalen und Kaffeesatz gehören in die Biotonne. Bei zerbrochenem Porzellan wird die Entscheidung der Entsorgung schon schwieriger. Alltäglich anfallender Müll wird in Gera über die Stadtwirtschaft entsorgt, die wiederum das ausführende Unternehmen im Auftrag vom Abfallwirtschaftszweckverband ist. Dies ist eine kommunale Einrichtung, um die öffentliche Abfallentsorgung zu steuern. Diese Behörde hat sich für Müllsprache auch was Besonderes einfallen lassen, nämlich das sogenannte IDENT-System. An jeder Mülltonne ist eine Art Chip angebracht, die vom Müllfahrzeug gelesen wird. Jede Leerung wird somit genau registriert. Nach der Satzung der staatlichen Behörde muss jeder Bürger im Jahr wenigstens 2 Mülltonnen abfahren lassen. Ist dies nicht der Fall, wird der Sache nachgegangen. Es könnte ja sein, dass der Müllsparer seinen Abfall einfach in den Wald einfährt. Apropos Wald. Strengstens geahndet werden Mülltäter, die ihre Altlasten einfach der schönen Natur überlassen. Es ist eben so, dass es solche Stellen gibt, wie zum Beispiel im Waldgebiet von Ernsee, wo dann eben kurz vor Ostern wieder eine kleine LKW-Fuhre von Sperrmüll abgekippt wurde. Und dann sieht das so aus, dass dann eben mitten in einem schönen Waldweg ein Sessel, eine Couch und noch riesen Kartons voll Textilien und Papier abgelagert werden. Wir versuchen dann durch Indizien zu dem Verursacher zu kommen. Wir gehen jeder Sache nach, aber es ist natürlich sehr, sehr schwierig. Das läuft dann so, dass diejenigen aufgrund von Adressenermittlungen vorgeladen werden. Und die kleinste Sache, da wird derjenige festgenagelt und das geht dann auch wenn es sich nur um eine kleine Ablagerung handelt oder auch um pflanzliche Ablagerung, geht vor Gericht. Das kann jetzt oder wird eben nicht einfach eingestellt. Mülldeponie ist nicht gleich Müllablageplatz. Hier hat sich seit der Wende schon einiges getan. Die Mülltrennung verfolgt ja einen bestimmten Zweck.
Viele der weggeworfenen Sachen können wieder aufgewertet werden. Unter dem Müllberg befindet sich ein System von Verrohrungen, die das entstehende Deponiegas, in dem Falle Methan, ableiten und in sogenannte Sammler abführen. Von dort aus wird es in Strom verwandelt und für den Eigenbedarf verwendet. Auch mit dem Biomüll ist es eine interessante Angelegenheit. Dieser wird zuerst gehäckselt und gesiebt. Übrig bleiben oftmals Sachen, die nicht in die Verrottung gehören. Über Förderbänder wird das Rohmaterial in die sogenannten Module der Kompostieranlage eingefahren, von dort mehrfach umgelagert, damit kein Fäulnis entsteht, und wird auf völlig natürlichem Wege durch den Stoffwechsel der Bakterien in Humus verwandelt. Dieser wird dann mit Erde vermischt und als Gartenerde verkauft. Wer also seinen Müll ordentlich trennt, gibt der Natur ein Stückchen Leben zurück. Seit einer Stunde probiere ich ans Telefon zu kommen. Ich habe doch gesagt, wir brauchen einen ISTN. 1, 2, 3, 4, Am 15. Mai wird im Greizer Goethepark gerockt bis zur Rockerrente. Die Putis laden zum Open-Air-Konzert ab 20 Uhr ein. Sie möchten auch einmal nach Malaysia? Fliegen im modernsten Jumbo? Oder wohnen im 4-Sterne-Hotel? Kein Problem. Entscheiden Sie sich für das richtige Modell und Ihre Reise ist inklusive. Reden Sie mit uns, Ihrem Proton-Autohaus Matthias Heinke. Am 5. Mai hält der Verein für Technik und Regionalgeschichte Hermsdorf wieder einen Vortrag. Diesmal geht es um Steinkreuze, Bilder und Geschichten. Beginn ist 18 Uhr im Vereinsheim Naumburger Straße. Am 8. Mai lädt das Stadtmuseum Eisenberg zum Kinderfest auf dem Marktplatz ein. Von 14 bis 16 Uhr ist ein buntes Programm für die Kinder geplant. Auch der Liedermacher Wilfried Mengs wird mit dabei sein. Im Bad Klosterlausitzer Holzlandsaal ist auch wieder etwas los. Am Freitag und am Samstag ist Disco angesagt und das jeweils ab 21 Uhr. Am 7. Mai findet das Frühlingsfest der Grundschule Aumar statt. Außerdem gibt die Vogtlandphilharmonie im Greizer Theater ein Sinfoniekonzert. Am 8. Mai gibt es in Greiz den Freischütz zu erleben. Und auf dem Gelände der Vereinsbrauerei findet ein Open-Air-Konzert mit der Surprise-Band statt. Die Zeulenroda laden an diesem Tag zu den Ostthüringer Bodybuilding-Meisterschaften ein. Zum Seniorentanz im Greizer Theater wird dann am 10. Mai aufgespielt. Am Freitag, den 7. Mai, erfreuen sich Gärtnerherzen wieder an zahlreichen bunten Blumen und verschiedenen Gemüsearten auf dem Frühlingsfest auf dem Marktplatz in Gera. Am Samstag ist dann von 13 bis 16 Uhr im Geraer Rathaus in der Türmerstube eine Altstadtführung der jungen Stadtführer. In den Mai getanzt wird ebenfalls am Samstag mit dem Rotary Club im Kultur- und Kongresszentrum Gera ab 20 Uhr. In Weida läuft derzeit eine Ausstellung über Weimar, die europäische Kulturstadt in diesem Jahr. In Ronneburg läuft seit einigen Tagen eine Festwoche des Handballvereins Ronneburg zum 75-jährigen Jubiläum. Auch diese Feierabendziegel finden Sie in Eisenberg im Stadtmuseum. Sie wurden von Kinderhand gestaltet und geritzt. In der nächsten Ostthüringen-Schau dürfen wir Ihnen dann Berichte zeigen über den Burschenverein in Bad Klosterlausnitz und geben einen Wandertipp zum Tierhaus bei Greiz. Außerdem, vielleicht bleiben Sie einfach bei TVO Nacht dabei. Wir zeigen Ihnen Bilder vom Flusslauf der Elster. Auf Wiedersehen. Tschüss.